Grüß Gott, mein Name ist Dr. Gertrud Flügel, das ist der Kanal Pro Sancta Ecclesia. Herzlich willkommen bei diesem zweiten Teil zum Götzendienst, oder besser, das ist jetzt im Detail noch konkreter, die törichte Gottesverehrung. Die törichte Gottesverehrung handelt vom Aberglauben, von Wahrsagerei, Spiritismus und Zauberei. Ich gehe gleich ins Detail, was Spirago darunter versteht. Aberglaube, das ist, wenn erschaffenen Dingen eine höhere Kraft zugeschrieben wird, als diese von Natur aus oder durch das Gebet der Kirche besitzen. Also man schreibt erschaffenen Dingen mehr Kraft zu, als sie in sich haben. Und konkret, historische Beispiele werden zu Beginn angeführt und das führt eigentlich wirklich, also das verursacht für Schmunzeln oder Kopfschütteln für unsere Begriffe. Wenn man sieht, was man früher gemacht hat, um praktisch die Zukunft zu deuten oder in die Zukunft hineinzusehen oder irgendwelche Voraussagen oder Voraussagen zu treffen oder Entscheidungen aufgrund dieser Sachen dann zu treffen. Es ist wirklich zum Stirnrunzeln. Im Heidentum hat man bei den Römern zum Beispiel aus den Eingeweiden der Opfertiere den Willen der Götter erforscht. Das waren die Haruspices. Man hat die Eingeweide der Opfertiere geöffnet und dann angeschaut und studiert. Also da kann man sich auch wirklich nur wundern, aus christlicher Sicht überhaupt nur wundern. Bei den Griechen hat es wieder eine andere sonderbare Praxis gegeben, die genauso zum Kopfschütteln veranlasst. Es war das Orakel von Delphi. Man hört ja vielfach noch davon, das Orakel von Delphi. Aber was war das wirklich? Das habe ich gar nicht so genau gewusst, wie man das angestellt hat. Und das ist auch wirklich eine ganz seltsame Sache. Eine Priesterin, also eine heidnische Priesterin, setzte sich auf einen goldenen Dreifuß über einer Erdspalte. Und dort sind Dünste aufgestiegen. Aus dieser Erdspalte stiegen Dünste auf. Und von diesen Dünsten war sie dann betäubt. Sie wurde bewusstlos durch diese Dünste und stieß dann in der Bewusstlosigkeit einzelne Laute aus, die dann gedeutet wurden. Das ist das Orakel von Delphi. Also was soll man von den Lauten eines bewusstlosen Menschen herausdeuten? Das ist auch wirklich die Frage mit drei Fragezeichen. Aber das Heidentum ist eben von einer sehr minderen Qualität, das heißt mehr noch, es ist dem Teufel eigentlich zugeordnet, seinem Einfluss ausgesetzt und wird von ihm eigentlich auch angeleitet. Die Gedanken der Heiden, es gibt natürlich das Einwirken des Heiligen Geistes, aber im Heidentum ist vor allem der Einfluss des Teufels vorherrschend, der Einfluss der gefallenen Geister, die natürlich dann zu Torheiten verführen, zu Blindheit veranlassen oder die Seele, den Geist mit Blindheit schlagen. Und dann gibt es so sonderbare Praktiken der Wahrsagerei, der Zukunftsdeutung. Aus dem Heidentum sind heute noch zum Beispiel in unserem Lande die Gebräuche üblich, das Johannisfeuer. Am Tage vor dem 24. Juni, wo das Fest des heiligen Johannes des Täufers gefeiert wird, wird in manchen Gebieten heute noch dieses Feuer angezündet. Ich weiß das zum Beispiel in Kärnten. Da sind dann auf allen Hügeln und Bergen, auf allen Erhebungen rundherum in der Nacht diese Feuer zu sehen. Und die Menschen halten sich dort auf und betreiben das wie ein, ja, es ist ein Brauchtum für sie. Aber dieses Brauchtum ist eigentlich heidnischen Ursprungs. Es ist ja die kürzeste Nacht ungefähr um Johannes den Täufer. Und da möchte man, der Ursprung war der aus dem Heidentum, dass man Unglücksfälle verscheuchen wollte. Der vierblättrige Klee kommt auch aus dem Heidentum. Man trägt den vierblättrigen Klee oder man pflückt ihn, um Glück zu haben.
Das sind rein heidnische Torheiten. Das hat mit einem Gott, Gottesbezug oder Gottesglauben überhaupt nichts zu tun. Man muss hier aber unterscheiden, eben wenn in der Kirche, wenn man geweihte Sachen verwendet oder bei sich trägt, geweihte Kerzen zum Beispiel, ein geweihtes Kreuz, einen Rosenkranz, eine Reliquie oder das Weihwasser, wenn man es benutzt und sich selber besprengt und die Umgebung damit besprengt, dann ist das kein Aberglaube. Denn sie sind geweihte Gegenstände, sind von der Kirche geweiht oder gesegnet und haben deshalb übernatürliche Kraft. Das sind sogenannte Sakramentalien. Hier empfiehlt sogar die Kirche, sich dieser Dinge zu bedienen, geweihte Kerzen zu verwenden. Also zum Beispiel im Sommer, wenn ein Unwetter naht, dann ist es durchaus sinnvoll, eine geweihte Kerze anzuzünden und zu beten, damit Gott das Unwetter abwenden möge. Das ist wirklich zu empfehlen. Also das hat mit Aberglauben nichts zu tun. Aber wenn man einfach natürliche Dinge verwendet, die nicht religiöse Bestimmung haben und sich dann irgendwelche Verschonung oder Glück oder solche Dinge erhofft, dann ist das Aberglaube. Wahrsagerei, das ist heute leider auch wieder sehr üblich geworden. Durch den abnehmenden Glauben sind ja die Menschen einfach versucht und verleitet, sie gehen auf die Suche. Wenn sie nicht mehr an Gott glauben, wenn sie keinen lebendigen Glauben mehr und kein Vertrauen mehr in Gott setzen können, wenn sie nicht mehr zu ihm ihre Zuflucht nehmen können, dann werden die Menschen einfach unruhig. Ich weiß das aus persönlicher Erfahrung in meinem Umfeld. Wenn jemand den Glauben verliert, dann wird er automatisch ein Suchender, weil er ja Gott verloren hat, den Kontakt zu Gott verloren hat, jetzt beginnt er, jetzt wird er einfach ein Suchender, er macht sich auf den Weg und dann ist es halt auch sehr gefährlich, dass man irgendwo auf Abwege kommt, auf diese fernöstlichen Religionen oder sonst irgendwie eben mit der Wahrsagerei oder Astrologie, das ist hier besonders gefährlich. Die Astrologie, wo man das Schicksal des Menschen deuten will. Es ist eindeutig hier auch der Einfluss des Bösen vorherrschend. Die Astrologie ist keine christliche Wissenschaft. Und dann das Kartenlesen zum Beispiel, das ist auch eine solche Praxis, die unter dem Einfluss der Dämonen steht. Oder die Traumdeutung, da gibt es sicher auch in der Psychologie gewisse Erfahrungen und auch wissenschaftliche Erarbeiten wahrscheinlich, aber es ist alles im Grenzbereich, also da kann ich nur zu Vorsicht raten. Traumdeutung, ich weiß dazu wenig, aber es ist im Bereich der heidnischen Wahrsagerei auch üblich. Handlinien lesen, Lotteriespiel, dann setzt man auf gewisse Zahlen, denen man gewisse Glück zuschreibt oder solche. Die Zahlen haben dann eine gewisse Bedeutung. Wo die Bedeutung herkommt, das ist dann auch die Frage, ist das heidnischen Ursprungs? Also es ist viel besser für einen Christen, davon zu lassen, sich überhaupt nicht einzulassen auf solche Dinge. Wenn wir wissen, dass Gott uns erschaffen hat, dass Gott uns liebt, er ist unser Vater, er hat uns erlöst, er will uns zu sich in den Himmel führen, er schenkt uns seine heilige Mutter, um uns zu beschützen und zu leiten, er gibt uns einen Schutzengel, er gibt uns überhaupt alle neuen Chöre der seligen Geister, um uns zu schützen, zu verteidigen, zu leiten, da haben wir wirklich keinen Grund, solche Dinge überhaupt zu praktizieren, Aberglaube oder Wahrsagerei. Gott hat uns so viele Helfer, so viele Fürbitter, so viele Beschützer auf den Weg gegeben. Wir haben auch die Namenspatrone, das sind die Heiligen, die wir anrufen und sollen, die jeder von uns hat irgendeinen Namenspatron. Und das sind die Heiligen, die uns auch besonders zu unserem Schutz gegeben sind, die auch besonders uns zugetan sind, die sich für uns verantwortlich wissen, da wir ihren Namen tragen
Und so haben wir so viele Möglichkeiten, Angebote vom Himmel, dass wir es wirklich nicht nötig haben, Aberglaube oder Wahrsagerei zu betreiben oder gar Spiritismus. Da werden Geister angerufen, die uns Verborgenes enthüllen sollen. Spiritismus ist eine ganz besonders gefährliche Sache, denn hier lassen wir uns direkt ein auf den Kontakt mit den Dämonen. Wenn wir die Verstorbenen befragen wollen, dann sind das sicher nicht die armen Seelen, die sich da zu Wort melden, sondern es sind gefallene Geister. Es gibt die Welt der Geister, so wie es den Menschen gibt, gibt es auch die Engel. Und die Engel wurden vorher erschaffen, vor Erschaffung des Menschen, so heißt es in der Bibel, so schreibt Mose im ersten Buch Genesis, dass die Engel erschaffen worden sind. Sie sind die Ersterschaffenen vor aller stofflichen Schöpfung. Und sie wurden geprüft und ein Teil von ihnen hielt nicht stand. Er hat sich gegen Gott entschieden. Das ist ein beträchtlicher Teil. Es heißt ungefähr ein Drittel. Und das sind die Dämonen. Diese Geister gibt es wirklich, so wie es auch die heiligen Engel wirklich gibt. Und die Spiritisten, die bieten sich jetzt an als Mittler, als Werkzeuge, als Medien den Geistern. Also sie lassen sich ein auf den Kontakt mit den Dämonen und bieten sich als Mittler an, damit die Menschen etwas erfahren können, die neugierig sind. Meistens ist es ja die Neugierde. Und die Medien sind jetzt da, stellen sich zur Verfügung dem Teufel, damit er sich ihrer bediene, ihrer menschlichen Hand, dass sie zum Beispiel etwas aufschreiben oder dass der Teufel durch sie spricht. Die Dämonen sprechen dann durch diese Medien. Oder der Teufel macht sich auch durch andere Kundgebungen verständlich, zum Beispiel durch Klopfen. Und das ist etwas ganz Schlimmes, sich als Medium zur Verfügung zu stellen. Man wird Instrument in der Hand der bösen Geister, die durch diesen Menschen wirken. Das ist wirklich sehr gefährlich. Und auch gefährlich ist es, zu solchen Medien zu gehen, um sich irgendwelche Auskünfte zu holen. Das kommt sicher nie von Gott oder von einem heiligen Engel, sondern immer von den Dämonen. Der heilige Thomas von Aquin sagt daher, es ist ein Verbrechen, sich vom Teufel belehren zu lassen, da uns doch die heiligen Schriften zu Gebote stehen. Wenn wir die Heilige Schrift haben, das Alte Testament, das Neue Testament, die Evangelien, die Briefe der Apostel, dann ist es wirklich ein Verbrechen, wenn wir zu den bösen Geistern gehen und dort uns Auskünfte holen wollen. Das ist eine schwere Beleidigung Gottes. Und so heißt es auch im fünften Buch Mose, es soll sich niemand finden, der die Geister befragt, denn dies verabscheut der Herr. Im 18. Kapitel, Vers 11. Also Buch Deuteronomium. Und wenn man jetzt die Christen entschuldigt, ja, man entschuldigt die Spiritisten vielleicht auch damit, sie sind ja ohnehin Christen, es sind ja Christen, die das tun, also kann man ja das doch tun, weil sie ja den Namen Gottes ja doch auch anrufen und beten. Und trotzdem, das ist keine Entschuldigung, das ist keine Rechtfertigung, wenn wir als Christ, die wir den Namen Gottes anrufen sollen und anbeten sollen, zu den Dämonen gehen, dann ist das keine Rechtfertigung. Man kann nicht zwei Herren dienen, hat Jesus gesagt. Das geht nicht. Der heilige Chrysostomus sagt auch hier dazu, eben deswegen hasse und verabscheue ich sie, dass sie den Namen Gottes missbrauchen und entheiligen. Und dass sie sich Christen nennen und Werke der Heiden tun. Man kann nicht beides tun. Gott anbeten und ihn ehren und ihn lieben und zugleich zu den Dämonen gehen. Das ist sicher leicht einzusehen. Das ist leicht verständlich. Und zuletzt noch die Zauberei. Da werden auch die Geister angerufen. Es ist klar, welche Geister das sind. Das sind nicht die heiligen Engel, sondern es sind auch immer, ohne Ausnahme, die Dämonen. Zauberei wird immer nur ausschließlich mit Hilfe der Dämonen betrieben. Und zwar ist es hier die Anrufung der Geister, um Wunderbares auszuführen. Also der Spiritismus, kann man so sagen,
geht in die Richtung der Zukunftsdeutung, der Wahrsagerei oder der einfach der Neugierde, wo man Auskunft haben will, also der Wissensbegierde um Dinge, die einem eigentlich nicht zustehen. Und der Spiritismus in Richtung Wunderwerke, also Spektakel, sagen wir es vielleicht besser so, das ist die Zauberei. Beides funktioniert durch die Hilfe der Dämonen. Man nimmt Kontakt auf mit den Dämonen in beiden Fällen. Und Spirago sagt hier, es ist eine unleugbare Tatsache, dass es namentlich unter den Heiden Leute gegeben hat, die mit Hilfe des Teufels Wunderbares wirkten. Also es hat wirklich solche Leute gegeben. Bei den Naturreligionen gibt es das ja noch bis heute, die Zauberer, die wirklich aufsehenerregende Dinge wirken, die ein Mensch nicht tun kann. Irgendetwas, das eigentlich die Möglichkeiten des Menschen überschreitet. Zauberer hat es zum Beispiel auch gegeben in Ägypten zur Zeit des Mose. Sie ahmten seine Wunder nach, die Wunder, die Mose gewirkt hat. Das ist nachzulesen im Buch Exodus 7, 11. Also die Ägypter, die Heiden haben das gesehen, welche Wunder, welche großen Zeichen Gott getan hat. Jahwe, mit starkem Arm hat er sein Volk aus dem Sklavenhaus Ägypten herausgeführt. Und das hat die Heiden beeindruckt. Und dann haben die heidnischen, die ägyptischen Zauberer diese Wunder nachgeäfft, die durch Mose geschehen sind. Aber das war natürlich dann nicht mit Hilfe Gottes, sondern der Dämonen. Und zur Zeit der Apostel hat es auch gegeben, Zauberer. Zur Zeit der Apostel lebte Simon, der Zauberer, zu Samaria und verblendete viele durch seine Zauberkünste. Das ist berichtet in der Apostelgeschichte 8, Vers 10. Und da gibt es ja auch diesen Bericht von Alexander dem Schmied. Das war ja auch ein Schmied, der Götzenbilder hergestellt hat und er hat den Aposteln schwere Verleumdungen zugefügt. Das sind nicht Zauberer, aber das sind Handwerker, die ihren Lebensunterhalt damit verdienten, Götzenbilder herzustellen. Also beispielsweise Alexander der Schmied. Es hat ja früher im Heidentum natürlich dann Leute gegeben, die von diesem Götzenkult gelebt haben. Und die hatten keine Freude damit, dass da jetzt ein Apostel kommt und das Evangelium Christi verkündet. Denn er wird dadurch brotlos. Wenn die Leute jetzt sich alle bekehren und vom Heidentum wegkommen, dann werden diese Leute brotlos. Und dann haben manche haben da heftigen Widerstand geleistet. Aber jetzt zurück zur Zauberei. Noch ein Beispiel. Auch der Antichrist soll mit Hilfe des bösen Geistes viele Scheinwunder verrichten. Das kündigt der heilige Apostel Paulus an im zweiten Brief an die Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 8. Und dann muss ich Ihnen noch ein persönliches Beispiel erzählen. Also ich habe das nur von jemandem gehört, einem Katholiken, einem Christen hier in Österreich. Er hat ganz beeindruckt erzählt, von einem katholischen Priester. Er stammt aus Indien. Das muss ich hinzufügen, dass man besser versteht. In Indien gibt es ja den Hinduismus, die vielen Götzenkulte. Und ein katholischer Priester, der aus Indien stammt, hat vor seinen Augen einen Heuhaufen verschwinden lassen. Nicht gleich auf einmal, aber Stück für Stück, nach und nach. Und das ist auch ein Beispiel für Zauberei. Das ist kein Wunder, denn Wunder wirkt Gott oder es helfen auch die Engel mit immer bei, wenn Wunder geschehen, wenn Gott Wunder wirkt. Aber das ist kein Wunder. Das kann man einfach erkennen, weil Wunder werden gewirkt zum Beispiel an kranken Menschen, die geheilt werden. Oder eben der Auszug aus Ägypten, das sind Wunder, die zur Rettung des Volkes Israel beigetragen haben und notwendig waren. Also wenn Gott ein Wunder wirkt, dann ist das immer zielgerichtet zum Heile der Menschen oder der Schöpfung. Das sind immer ganz direkt ausgerichtete Wunderdinge, die zum Heile dienen. Die Zauberei aber ist anders ausgerichtet. Sie dient eigentlich dem Aufsehen. Sie sind ein Spektakel, sie sind ein Schauspiel.
Und ich war entsetzt, aber ich konnte den Christen, unseren Katholiken gar nicht überzeugen, dass das nicht im Sinne Jesu ist. Dieser Priester hat nicht ein Wunder Jesu gewirkt. Das war einfach nur Zauberei. Und ich konnte da nicht einmal etwas ausrichten und ihm das begreiflich machen. Das ist ein Extremfall, aber es kommt sogar heute noch vor, dass Zauberei betrieben wird und vielleicht sogar mehr als vor 100 Jahren, weil der Glaube so stark im Abnehmen ist und auch deshalb, weil so große Verwirrung herrscht im Glauben. Man weiß bald nicht mehr links und rechts. Auf jeden Fall ist die Bibel da ganz klar und sehr, ja, sehr streng. Abergläubische Leute sind Gott missfällig, schreibt Spirago. Es heißt ja im dritten Buch Mose 20,6, die Seele, die sich zu Zauberern und Wahrsagern wendet, will ich ausrotten aus der Mitte meines Volkes. Also sehr scharf und sehr streng. David sagt zu Gott im Psalm 30,7, du hassest, die auf eitle Dinge vergeblich halten. Der heilige Ephrem, der Syrer, sagt, es ist schändlich für den Christen, den Bund mit dem Teufel zu erneuern, den der Christ in der Taufe zerrissen hat. Also durch solche Dinge, Spiritismus, Wahrsagerei, Zauberei, erneuern wir eigentlich den Bund mit dem Teufel, weil wir uns auf ihn einlassen. Und wir haben ja den Bund eigentlich mit dem Teufel zerrissen durch die Taufe. Wir gehören Gott. Und Gott gebe es, dass niemand von uns diesen Dingen zum Opfer fällt oder wenn es uns passiert ist, dass wir uns entschieden davon lossagen. Wir wollen Gott gehören. Wir wollen ihm gehören. Wir wollen in seinem Reich leben und in den Himmel eingehen, um ewig dort mit ihm als seine Kinder glücklich zu sein. Und wir wollen auch das Reich Gottes auf Erden ersehnen und erflehen. Und vielleicht dürfen wir es erleben, das weiß Gott allein. Aber wir wollen ganz und gar Gott gehören und nicht uns anpassen an die Dämonen, sondern wir wollen gottähnlich werden. Wir wollen heilig werden. Wir wollen alles annehmen, was Gott uns dazu vorschlägt, was er uns anbietet, um heilig zu werden, um eins zu werden mit ihm. Das ist unsere Bestimmung. Er hat uns geschaffen nach seinem Bild und nach seiner Ähnlichkeit. Er hat uns geschaffen, damit er in Gemeinschaft mit uns leben kann. Er will mit uns sprechen. Er soll mit uns sprechen. Wir sollen mit ihm sprechen. Also nicht mit den Dämonen. Sich da einlassen und auf die Dämonen zu hören, vielleicht noch gar irgendwelche Auskünfte, sondern wir wollen mit Gott sprechen, damit er mit uns Kontakt aufnehmen kann. Und es wird geschehen, früher oder später. Es ist im Himmel so, dass wir mit Gott sprechen können. Wir sehen ihn und wir tauschen uns aus. Und bei Luisa Picaretta wissen wir, dass es die größte Sehnsucht ist, die größte Freude, der größte Wunsch Gottes, mit uns sprechen zu können. Er will sich mitteilen. Das ist kein überzogener Wunsch von uns, auch wenn wir uns danach sehnen, dass wir Gottes Stimme hören oder dass wir Kontakt haben dürfen mit ihm. Es war im Paradies so und es wird im Reich Gottes wieder so sein und auf jeden Fall wird es im Himmel für alle so sein. Gott gebe es, dass wir alle unsere Bestimmung erreichen und niemand von uns sein Ziel verfehlt. Gelobt sei Jesus Christus.